Ja, war besonders lecker, ne? Du hast alles voll mit Eis, geil. Wo? Jetzt aber nicht bei uns in der Bude, ne? Ne, noch nicht. Da Hau bin ich ab! erst gleich. Ich lasse mir nächstes Mal vom Georg ganz viele Creeper-Spawner geben, so Wasser-Creeper und so, dann spawne ich die alle bei dir. Eis, Was? Schnee, Ne. Obsidian-Creeper. Also Aber wir müssen Peters Haus ist schon. viel zu schön dafür. Man. Obsidian-Creeper dann. Boah. Wir müssen schon manuell gefarmt werden, so ist das ja nicht. Was? Ja, sonst sind die nicht real. Genau. Und wo kriege ich bitte schön so ein Teil her? Wo soll ich denn Bei Edeka. einen Schneecreeper Spawner herkriegen, Peter? Also das ist ja jetzt Die unreal. kann Nee, aber spawnen, dann kannst du ihn du kannst sie ja einfangen. fangen, du kannst sie ja fangen. Ja toll, nee, das ist mir zu viel Aufwand. Für die, für den Gag so, weißt du? Das würde lieber cheaten. Genau. Ja. Bauen wir jetzt eine Farm. Ja, um euch auf den Sack zu gehen, also, da bin ich schon bereit zu cheaten. Ah, sehr gut. Ich glaube, das verstehen die Leute auch. Doch, ich mache mir jetzt eine Was war das Creeper-Farm. denn? Lol, ich komme gerade hier vor das System und da war irgendein schwarzer Creeper, der blau leuchtete und dann war er weg. Ach, den wollte ich mitnehmen, den wollte ich gerade fangen. Habe schon so ein bisschen Angst jetzt. Ich glaube, der portet sich die ganze Zeit hier rum. Der ist voll krass drauf, der Dicke. Ach Das ist der Georg in Mann. Disguise. Oh, haben wir nicht irgendeine Säge Aha. noch? Haben wir nicht irgendeine Säge noch hier so, die ich mache? So, okay. Meine ist Also, gerade ich auf habe dem eine Säge Jogger-Farm. dabei übrigens. Ja, ich habe auch eine dabei gehabt, aber ich habe die gerade komplett zerstört. Also. Hier sind irgendwo Vögel, glaube ich. Oder Grillen. Grillen heißen die. Boah, ich hab voll Bock auf Vögel, Grillen. genau. Grillen? Ich hab voll Bock auf Grillen. Bock? Ja, Grillen. Ja? Krass. So. Boah, ich glaube, wenn wir Jetzt. hier unten Wiese hinmachen, dann ist hier alles vorbei mit. Mit was? Dann kommen hier ganz viele Viecher hin, weißt du? Ach, Was hier heißt. sind Oh! wir! Was heißt denn wo? Was ist los, Mike? Was Ich sehe passiert? Creeper auf einmal. Ach so. So. Wenn wir wo Wiese machen, Peter, dann ist Ne, alles. im Untergrund. Aber das lassen wir mal lieber. Ach so. Dann haben wir wieder so Hm, viel so was? Viehzeug überall, Ah ne? ja, genau, aber so was nicht. So, Dann haben ich wir baue über mal diese hier. Fliegen. Aber die Fliegen sind geil. Zu denen kannst du eine Beziehung aufbauen nach und nach. Ja, aber nur einen Tag lang. Ja, bist du Zumindest die. bei den Eintagsfliegen. Ja, bist du die halt mit einer VHS-Hülle zerquetscht, so wie ich. Ja. VHS-Hülle. Erklär mal den Leuten, was das ist. Das ist die Plastikhülle, wo drin ihr hier der Pornotitelbuch kriegt. Ah ja, stimmt. Daher war die auch. Oh. Jetzt ist das gute Pornotitelbuch mit Fliegeneingeweiden besudelt. Ist auch schade drum, aber. Tja, so ist das halt, ne? Ich habe irgendwie ein ME-Kabel kaputtgeschlagen, aber ich habe es wieder repariert. So, ich habe einfach mal deine Treppe weitergebaut hier nach oben. Geil, ne? Ich hab's Meine? alleine geschafft. Bei mir aber. Meine? Ja, da wo der Heiko auch wohnt. Du hast ja bei uns die Treppe eingebaut. Ja, genau. In Ja, wenn das Handarbeit, dein ja. ist, dann musst du Miete fordern. Was? Ja, Nix. Benutzung. Fick Weil ich dich. habe ja mal eine Lehre gemacht als Treppenbauer. Ja. Ach stimmt, zwischen deiner BMX-Zeit und der Hochseilzeit, ne? Genau, aber BMX muss ich mal vorführen. Ich hole das BMX ja bald ab. Diesen Monat noch, weil meine Garage abläuft. Ach, du hast das BMX sogar noch? Ja, klar. Falls du das nochmal brauchst, ne, hast du dir gedacht, ne? Genau. Wenn ich meine Karriere von YouTube an den Nagel hängen kann, ich immer noch meine BMX-Karriere weitermachen. Ja, wieso auch Ja, nicht, ne? genau. Auf jeden Fall habe ich da ziemlich. Also, ich habe. Die hießen Megaton-Packs. Ich Ja. google mal eben, ob es die gibt noch. Warte. Megatonnen-Packs. Was ist das denn? Was ist das? Ja, Was sind es denn die gibt Packs? ja. Sind das diese Stangen, die man da Wo man dran sich schraubt? draufstellt. Ja. Genau, es gibt Warum heißen die denn übrigens. Packs? Weiß nicht, aber es gibt halt zum Grinden und zum Flatland. Grinden ist halt, wenn er auf so eine Stange rutscht oder so, ne? Ja, das ist klar. Also, Genau, und. da habe ich mich, ich habe doch schon mal Sport gehört. Und Flatland ist halt, dann sind die halt sehr Flach die. geriffelt, dass du quasi Grip mit deinem Fuß da drauf hast. Ach. Und Megaton-Packs hießen die, weil Ah. die relativ dick waren. Okay. Und der Zami hat mir sogar noch meine hinten die Dinger verbreitert. Krass. Bei der Arbeit. Krass. Das hast du gemacht, wo du schon bei Buhmann warst? Ja, klar, und so ein scheiß Türke wollte mir das Fahrrad mal klauen. Boah. Leute, ich muss mich davon Ja, distanzieren, wir ne? sind ja Ich auf Chats vertrete. Kanal, das ist doch nicht Nein, nein, schlimm. das war jetzt nicht gegen alle, das war halt nur der eine, der scheiße war. Ah, okay. So. Nee, aber war witzig, weißt du? Der Kollege hat ein Fahrrad, also zwei Kollegen hatten ein Fahrrad und ich hatte Ja. halt so ein chromes, was Ja. cool aussah, was relativ hochwertig aussah, aber eigentlich das Schlechteste von den dreien waren. Ja.
Und dann hat er gefragt, kann ich mal eine Runde mitfahren, so? Oder kann ich mal einmal und ausprobieren? Und dann ist dem doofen Deutschen sein Fahrrad geklaut worden. Krass, ey. Nee, und dann hat er auf einmal voll Stoff gegeben und ist um die Ecke gefahren. Ja, eben, das macht man auch nicht. Aber ich hatte ja zwei BMX Pros dabei, der konnte nicht fliehen. Und dann sind die halt hinterher gefahren und dann hat er hingelegt und ist abgehauen. Dann haben wir, krass. Aber erstmal versuchen, ne? Über so einen Zaun, wo dann ein Hund war, das wäre geil gewesen. Also wenn du mich jetzt hörst, dann war Schaffloher Weg, da weißt du Bescheid, ne? Du Hurensohn! Der müsste jetzt allerdings schon über 30 sein, glaube ich. Wahrscheinlich Oberarme wie keine Ahnung was haben. Carsten Star. Warte, ich guck mal, ob die noch gibt. Megaton Packs. Megaton Packs. Ist mittlerweile bestimmt offizielles Fallout Merchandise von Fallout 3. Megaton Und ich hatte auch von GT 3 Speichentappies. Okay. 3 Speichentappies. Okay. Was ist das? Tappies. Tappies. Was ist das? Ja, Plastikräder. Ach so. Mit 3 Speichen. Ach, okay. Ja, da muss man sich natürlich erstmal reinfuchsen in diese Fachsprache. Ja, ne? Eben. Weil wenn man jahrelang Pro war, dann redet man da so lapidar drüber, ne? So wie Ärzte. Und keiner kann, ne? Ja. Dann kann einem folgen. Das ist echt krass. Ich fand da mal richtig geil, eine Ex-Freundin von mir, die beste Freundin und der Freund von der quasi, ne? Also der Lebensgefährte so. Der dachte, er weiß voll viel über PCs. Und dachte gleichzeitig aber, ich weiß nix darüber. Und dann hat er mir Sachen erzählt, ne? Da hast du gedacht, hä, der geht doch gar nicht. So total den Unsinn hat er erzählt einfach, weißt du? Ja. So, und dachte aber, er weiß voll Bescheid. Und nicht immer nur so, echt? Ja, krass. Weil ich hatte keinen Bock, mit ihm zu diskutieren dann über sowas, ey. Ja, klar, kenne ich. Also voll den Unsinn. Aber bescheuert, einfach. Ne? Ja, mega Unsinn. Nur um dann ganz cool zu wirken. Ja, und das fand ich ganz schlimm, ey. Der hat auch früher immer so ein komisches Online-Browser-Spiel gespielt. Und immer wenn er bei uns war, der hat voll lange gezockt, wenn die mal über Nacht bei uns waren. Und dann hab ich irgendwann aber die IP im Router blockiert. Lol. So nur um ihn zu nerven, weißt du? Dann kam man immer weg. Ja, eben, dann so, hä, die Seite ist nicht erreichbar? Am Handy komme ich da mal drauf. Ja, ja komisch. Ja, weiß ich auch nicht, weil ich war ja so ein Noob dann, weißt du? Das war auch so episch. Tim, du hättest das ja gar nicht sein können. Ich hätte einfach sagen sollen, ja, hast schon mal probiert, den PC neu zu starten. Ja. Hast du denn alle Kabel drin? Ach, apropos Kabel, ich habe mir heute, pass auf, ne? Buddies. Ich hab mir einen 4-Port-USB-Hub bestellt, ne? Ja, krass. Oh, aktiv oder passiv? Pass auf, aktiv, ne? Mit Netzteil stand in der Beschreibung. Weißt du, was das Netzteil ist? Das ist ein eine Stecker. Eine Bulldose. Nee, pass auf, du hast einen normalen Netzteilstecker, den steckst du in das Ding rein und unten ist dann ein USB-Ding dran, um den zu powern. Und dann hast du auf der anderen Seite eins, da ist USB-In. Da kriegt er also sein Signal und dann steckst du zwei USB-Dinger hinten rein. Das ist so dumm, dieses Teil. Jetzt habe ich mir einfach so ein altes iPhone-Ladeding genommen und betreibe den jetzt damit halt, weißt du, aber so dumm. Ach so, okay. Kannst du den nicht selber ineinander stecken und hatte von alleine Strom? Eigentlich schon. Das ist so dumm. Vielleicht geht das ja. Weißt du, echt, ich hätte für 8 Euro hätte ich schon misstrauisch werden müssen eigentlich. Hättest du mal 10 ausgegeben. Ich poste da, glaube ich, mal ein Bild von, das ist einfach so geil. So richtig dumm. Ja, richtig dumm. Ich habe übrigens hier gleich mal im TS die 3 Speichentaffis. Also waren jetzt nicht die? Die 3 Speichentaffis. Ja, boah, ja. Die sehen ja schon krass aus, ne? Waren also jetzt nicht die, aber waren so ähnliche. Ja, guck ich mir dann mal an. Genau. Hast du gesehen, Heiko? Das ist so ein BMX für 200 Euro und so Reifen für 1600. Pro Reifen. Ja. Und ich glaube, die haben nur 300 Mark gekostet. Ach, aber Mann, wir haben meist BMX aus irgendwelchen Schrottteilen und geklauten anderen Sachen zusammengebaut. Und geklauten anderen Sachen, aha. Ja, also ich habe die nicht geklaut. Ich habe die nur gefahren. Ich brauch mal den Alloy-Smelter hier. Alloy-Smelter, da ist doch einer. So, die Raumgröße reicht aber schon. Jetzt doch nicht alle drei, Ted. Doch nicht alle drei. Ach, die hier unten sind auch noch welche alle, ja? Ach so. Wird auch gerade schön dunkel hier drin. Sehr gut. Ich brauch nämlich Glas. Boah, ist sehr blöd, ne? Warum nimmst du denn nicht das Glas aus dem System? Welches denn? Wir haben kein normales mehr. Nicht? Nein. Wir haben nur dieses Enlightened Clear Glas und das kann ich nicht in normales Glas umwandeln. Nee, stimmt, aber das leuchtet. Ja, das ist ja schön. Aber das leuchtet.
Das ist ja wunderbar. Sogar im Dunkeln. Geht dann alles? Ja, geht alles direkt ins System hier von dem Ding, ne? Gut. Ja, klar. Oh, ich krieg Schaden. Was? Ich krieg Schaden. Dauert. Junge. So, ich esse erst gleich was. Was machst du denn gerade? Ich hier auf so einen Pfannkuchen. Hä? Jetzt doof? Ah, Pfannkuchen. Pfannkake. Nennt man das bei euch auch Pfannkuchen? Ne, Pfannkake nennt man das. Pfannkake. Ne, doch Pfannkuchen. Wie nennt man das denn bei euch? Ja, auch Pfannkuchen. Schub genau, Eierkuchen sagen. Blachkuche. Manche sagen Eierkuchen. Eierkuchen? Ja. Was hast du, wenn ich dir eine Eier tritt? Ach, wie war das? Da gibt's aber noch ein Wort für, ne? In Österreich heißt das, wie heißt das denn da nochmal? Pfannkuchen. Ne, da heißt das ganz anders. In Österreich? Ja, da heißt das. Ach, scheiße, ich hab's vergessen. Hat der Wurm mir mal gesagt, aber. Hab ich vergessen. Synonym. Pfannkuchen. Da war ein ganz anderes Wort. Jetzt bin ich mal gespannt. Plätle. Palatschinken. Genau, Palatschinken, genau, das war's. Oder Plinz. Plinz, so heißen die auch. Oder Plinzen. Aber auch nur in den hintersten Ecken von den Dörfern, wo die herkommen. Ja, ich glaube auch. Mach dir mal einen Plinz. Mach dir mal einen Plinz, ja. Ein Eierflädle. Wir waren letztens im Zentrum, ne? Da waren ganz viele Holländer. Ja. Fand ich lustig. Und die wollten alle ins Pfannkuchen, ne? Solche Speichelachsen hattest du? Nee, krass. Nur so ähnlich. Peter, so, war, alles der fertig. So, der war schon damals ein G, der Peter, ey. Ein Swagger war ich. War ein Swagger? Echt ein Swagger? Nee, eigentlich nicht. Ja, ich wollte schon sagen. Machst du gerade die Fackeln weg? Jo, eigentlich war ich ein BMXer. So ein Dick. Dick im Geschäft. Immer das Opfer, ne? Die Skater waren nur die coolen. Das Skateboard hatte ich auch mal, da konnte ich einfach nur draufsetzen. Ich hatte so ein großes mit so einem ganz fetten Stopper aus dem Quellekatalog. Ich hab das sogar noch, ich hab's letztes Mal weggeschmissen. Das erste Skateboard, was ich bekommen habe, das war so scheiße, die Rollen, die sind nicht mal gerollt. Das war echt so. Das war kein Skateboard, war ein Snowboard. Das war so, wenn du dich da nicht draufgestellt hast und hast es nach vorne geschoben, sind die Rollen nicht gerollt. Ach du Scheiße. Du hast sie dann über den Boden gerieben. Und da habe ich mir dann auch schon so gedacht, so, hä? Wie soll. Und dann habe ich natürlich als kleines Kind da nicht drüber nachgedacht, ne? Und dann war Skateboardfahren einfach scheiße. Sonst wärst du voll der Held gewesen. Ja, ich hatte früher so ein großes, fahrbares elektrisches Auto. Kennst du das? Boah. Ja, den wollte ich immer haben, hab ich nie bekommen. Und ich hab den gehabt, dann bin ich einmal rausgefahren und dann fand ich das voll scheiße. Dann hatte ich keinen Bock mehr. Weil die großen Autos viel schneller waren als du. Nee, weil die anderen dann alle so geguckt haben und da hatte ich keinen Bock drauf. Guck mal, Ted, ich hab eine Flasche. Dann bin ich damit nur noch im Garten rumgefahren. Ach so, deswegen. Im Garten, so auf 8 Quadratmeter. Die beobachten den. Guck hier, ich hab die Treppe bis oben hingemacht, geil, ne? Hier, guck mal, ich hab... siehst du diese Flasche, Ted? Hakelt das bei dir auch hier, die letzte Stufe? Nee. Guck mal, siehst du diese Flasche, Ted? Ja, verpiss dich. Guck mal. Kannst auf jemand anderen werfen. Oh nein, was ist das? Das war nur ein Flux-Creeper. Ich wollte dir nur meine Macht demonstrieren. Oh, warum hat der denn Schneekopf? Ja, wegen Weihnachten. Ist Weihnachten. Ach so. Ich hab mir ja auch noch einen Feuer-Creeper gefangen. Nein! Aua! Da brennt alles. Hilfe! Da müsste ich brennen auch. Du Penner! Wo ist Wasser? Hier ist kein Wasser. Hier draußen. Hier ist auch kein Wasser. Hier. Ich flieg hier rüber. Boah, bis ich unten bin, ich tot, ey. Ich schweb nach unten. Wieso, du hättest doch deinen Stab hier nehmen können. Stimmt. So drin. Also hier, der eine Bereich sieht schon gut aus. Ne, hier sind überall so viele Tiere, ey. Ich muss ja irgendwas bauen, weil die alle tötet. So Flammenwerfer. Ja. Gibt's einen Mechanism? Ja, gibt's einen Flammenwerfer. Bau mal. Der ist voll erwärmungsmäßig nicht auf. Wie geht der denn? Mach mal. Ich hab die Idee, was ich hier baue. Was denn? Was baust du denn? Ein Flammenwerfer. So ein bisschen Pyrotheum. Hab ich. Okay. Du musst ja wissen, was du machst. Wer hat denn hier die ganze Scheiße direkt vor dem ME-System hingeworfen? Ja, ich nicht. Ja, wer wohl, weißt du? Mann, Heiko, echt mal. Die Frage allein schon. Wenn wir einen Peter im Let's Play haben und du fragst, wer da Scheiße hingeworfen hat. Okay, ja, okay, Peter wirft ja immer mit Scheiße, stimmt. Okay, ich bin... Was? Du warst doch der von dem Schimpansen mit Affe mit Scheiße beworfen wurde und das zurückgeworfen hat. Ich hab mir extra in die Hand gekackt. Ha, du Schwein!
Ja. Der hat halt komisch geguckt, damit hat er nicht gerechnet. Boah, ey. Immer wenn halt jemand sagt, der Affe hat komisch geguckt, muss ich an diese scheiß Folge Pastewka in Indien denken. Hat ich dir mal erzählt. Gezeigt? Oh, nee, das war so geil. Oh, ey. Was hat der Affe da nochmal gemacht? Ja, der Affe hat so voll angepisst geguckt, nachdem er das Popcorn-Ding ins Gesicht gekriegt hat und ist dann sofort auf ihn losgerannt. Aber erstmal so, was? Der hat mich angeworfen? Jetzt aber! Genau. Darf er das? Genau. Hat davon nicht? Gemacht. Okay. Dann gibt's auch Fresse. So, ich mach mal kurz ein bisschen Brandrodung gegen die Insekten, ne? Echt? Was ja, das muss. Ja, dann, ja, mach ruhig. Das ist doch mein Raumschiff, du. Ich hab da kein Problem mit.